Im September wird der Antrag der SPD-Rathausfraktion zum Konzept für feste Kooperation aller Schulen mit der Stadtbibliothek bei 2 Enthaltungen einstimmig angenommen. Auch der Antrag des Planungs- und Umweltausschusses zum Handyparken und anderen Zahlungsmöglichkeiten für gebührenpflichtige Parkplätze findet die Zustimmung aller Ratsmitglieder. Beschlossen wird ferner die Vorlage zum Handlungskonzept EU-Zuwanderung der Stadt Neumünster und die Bedarfsplanung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege in Neumünster. Die Schulkindbetreuung soll bedarfsgerecht ausgebaut werden. Außerdem beschließt der Rat eine neue Nutzungs- und Kostenbeitragssatzung für die Kindertagesstätten und die geförderte Kindertagespflege. Die Vorlage zur Neufassung der Satzung zur Bedarfsanmeldung für die frühkindliche Bildung in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege wird einstimmig angenommen. Im November beschließt der Rat nach dem Großbrand im Vereinsheim einen Zuschuss an den TS Einfeld von maximal 65.000 Euro. Die Stadtverwaltung soll bis Ende 2020 einen Masterplan Mobilität vorlegen. Auch der Einsatz von Streetworkern und das Handlungskonzept Armut finden Zustimmung. Die verkaufsoffenen Sonntage für 2020 werden festgelegt.